Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezzo. Ich bin Arezzo und habe Probleme. Große Probleme. Und Verluste. Große Verluste. Und eine Sirene. Ja, wir verlieren gleich noch jemanden. Reaper stirbt. Weil Deltario zwar ein Medikit hat, aber es nicht einsetzen möchte. Schnelles Zielen funktioniert leider auch nur für Waffen. Okay, ich lauf mal hier hin. Die Sirene dort hinten wird noch ein großes Problem. Die da ist sowieso ein Problem. Hat die ganze Zeit nichts gemacht und dann vor ein paar Runden hat sie angefangen, in den Nahkampf überzugehen. Und auf einmal haben wir große Probleme. Yay, Gedankenkontrolle, wie schön. Und okay, das... Oh, Mann, oh Mann. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ja, hier hinten sind wir weiter in Panik die ganze Zeit. Und das wird auch noch so... Ja, toll, deine aktiven... Ja, okay. Oh Gott. Oh Gott. Zug ist vorbei, immerhin. Ich kann nichts machen, außer zugucken jetzt. Yay, weiter Panik. Und ja, ich habe wieder keine Truppen, die was machen können, ne? Ich meine, hier steht aus irgendeinem Grund noch ein Aktionspunkt, aber... Das... Nein. Das ist qualvoll. Ich hatte mal einen Trupp. Oh ja, stimmt, das kann die ja auch noch machen. Ah, der letzte Mindfrigger. Eventuell übernehmen sie ja tatsächlich alle. Aber ich schätze eher, dass jetzt gleich Queenie dort niedergeschossen wird. Oder Gedankenkontrolle? Ja, okay, wir haben verloren. Deltario, Level 6, gestorben. Queenie, Level 6, gestorben. DPA, Level 7, gestorben. Silas Hernandez, Level 5, gestorben. Mathilde Aidan ist jetzt unsere Veteranin. Level 7 lebt noch. Maleus, Level 3. Unser einziger Priester. Obwohl, nein, wir haben noch einen Ersatzpriester auf Level 1. Gestorben. Jambo, Level 7. Gestorben. Reaper, Level 4. Gestorben. Keine gute Mission für mich. Gar nicht. Überhaupt nicht. Die Skylas sind so viel stärker geworden durch die ganze Rüstung, die sie haben. Dann der Schaden, den die anrichten. Ich brauche auf jeden Fall Säurewaffen für die. Ja, minus 4 bei allen. Das Monster, das in dieser Zitadelle herrscht, wird seine Schreckensherrschaft über die naheliegenden menschlichen Siedlungen weiter ausüben. Okay.
Wo haben wir denn Leute? Mathilde Aidan. Ja, okay, erst einmal. Ausrüstung? Ah, ne, hier. Spitznamen. Wie sind die Spitznamen hier? Einfache Ausrufezeichen. Nicht Ausrufezeichen, Anführungszeichen. So. Mathilde Survivor. Survivor. Du bist Wort. Nein, Survivor ist doof. Was nehmen wir? Last One. Guild von Survivors Guild. Ja, warum nicht? Okay. Wir haben einige Hochlevelige und einige nicht so Hochlevelige. Okay, Alia Brooks und Christina Costas. Sie haben hohe Level. Das ist schon mal gut. Ein paar Leute mit nicht so hohen Leveln. Wir brauchen auf jeden Fall neue Ausrüstung. Und dafür brauchen wir mehr Zeug. Okay, zuerst einmal holen wir Costas und Brooks ab. Wo sind die? Bei den Phoenix Point? Ja, okay. Basisinfo, wir wollen zu Phoenix Point. Eigentlich beide, also alle von Phoenix Point mit der Mantico 1 abzuholen, ergibt nicht so viel Sinn. Nein, wir gucken noch, was wir so brauchen. Also, wir nehmen Costas und Brooks mit. Obwohl, Wildcard wahrscheinlich eher. Und ist auch in Phoenix Point. Ja, Raider ist bei Phoenix Bravo. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu Phoenix Bravo oder... Ja, okay, da bei Phoenix Point haben wir auch noch einen, aber auf jeden Fall erst einmal zu Phoenix Bravo auch. Und Phoenix Bravo ist hier. Okay, du darfst auf die Manticore, sonst haben wir hier keinen. Okay, also wir haben 2 von 8. Dazu die beiden schweren Truppen. Damit sind wir bei 4 von 8. Die beiden Scharfschützen, 6 von 8. Das heißt, 2 brauchen wir noch. Und dann nehmen wir natürlich Level 7er, wenn wir sie haben. Und hier, wir haben Level 7er. Die Frage ist nur, haben wir... Ne, Sturmtruppen Level 7 haben wir nicht. Oh, Moment, wir nehmen Griffin auf jeden Fall mit. Der ist in Phoenix Lager 2. Und in Phoenix Lager 2 haben wir auch Aerim. Okay. Ich meine, wir hätten da auch eben jetzt gerade den Zwischenstopp einlegen können mit der anderen Manticore, aber das geht so auch. Basisinfo brauchen wir gar nicht. Wir wollen zum Personal. Raider kommt... Also nein, Moment. Ist schon drin? Achso, okay, ja, Irene wollten wir auf die Manticore bringen und Griffin. So. Und so, hier wollten wir sowohl Wildcard als auch Costas oder... Hier, die hat einen alliterativen Namen, die kommt mit. Und Mal kommt mit. Haben wir jetzt genug Leute? Schauen wir uns das mal an. Auf der Manticore 2 sind 3 Leute und hier sind 4 Leute. Das heißt, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Okay, wir haben die 2 schweren Truppen. Wir haben die beiden Scharfschützen. Wir haben einen Priester und 2... Zwei von jeder Sorte plus einen Priester. Ja, okay, da fehlt natürlich jemand. Die Frage ist, wer fehlt? Ich würde sagen... Ja, Dries fehlt. Okay, hier haben wir ein Trainingslager, ne? Ja, okay. Da auch? Ja, okay. Ich sehe gerade, aus irgendeinem Grund habe ich hier 2 Sicherheitsverwahrungen.
Wir reißen eine ab. Und bekommen dadurch Zeug zurück. Und Zeug brauchen wir demnächst. So, Personal. Wildcard. Scheint Ausrüstung zu haben. Wenn auch nicht genug. So, Willenskraft auf jeden Fall. So. Wutausbruch brauchst du nicht unbedingt direkt. Sie oder er? Bin ich ganz sicher. Kaugi kann man für beides nehmen, oder? Kostas. Du bekommst natürlich auch erstmal ein bisschen stärker. Ach so, Ausrüstung. Sieht okay aus. Ja, hier, nimm das mal mit. Ja. Wird hinhauen. Training. Einiges an Willenskraft. Achso, ja, das musst du auf jeden Fall noch lernen. Und du hast noch Punkte dafür übrig, dann machst du das auch. Außerdem hier. Und. So, okay. Wildcard hatte keine eigenen Soldaten-FP? Das kommt mir merkwürdig vor. Oder hatte ich die schon mal alle benutzt? Hm. So. Ja, hier fehlt uns die Ausrüstung komplett. Du hast natürlich, sehr schön. Raider hat zumindest ein Scharfschützengewehr, wenn auch nicht das richtige. Mhm, hier kannst du zumindest die richtige Waffe mitnehmen, bitte. So. Das können wir direkt verschrotten. Können wir direkt ausgeben für richtige Gewehre. Wie teuer sind die? Ravens, 130 pro Stück. Verdammt. Das ist nicht gut. Ich habe sehr viel Nahrung. Ich werde wahrscheinlich mal Nahrung holen müssen. Verkaufen müssen. Deine Ausrüstung sieht soweit okay aus. Kostet 25, ja, wir geben ein paar Phoenix FP dafür aus. So, bei dir. Auf jeden Fall musst du erstmal Geisteskontrolle lernen, so. Und Willenskraft dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob der letzte jetzt... Nee. Geht tatsächlich komplett auf. So, und das muss reichen. Okay, sind wir mit allem Personal hier durch? Nein, Dreesfield noch. Also ne, Moment, Dreesfield ist gar nicht mit dabei. Doch, Dreesfield ist dabei. Ich habe jetzt auf das Zeichen geguckt und das sah nicht aus wie ein Manticore. Okay, Ausrüstung. Naja, zumindest kann ich dir das Gewehr mitgeben. Und dann musst du auch noch aufleveln. Zurückschießen lernen, bitte. Sprint lernen, bitte. Infanterist, natürlich eine sehr schöne Fähigkeit für Infanteristen. Also für, für Stürmer eben. Aber das musst du dir verdienen. Ja... Gar nicht gut. Okay, die hier verkaufen Materialien für Tech. Oh, der Bildschirm hat sich verändert. Okay. Das ist ganz praktisch. So, Produktion, dann können wir auf jeden Fall ein weiteres Dings damit in Auftrag geben. Kein Ares. Da noch ein Raven. Also wäre es natürlich, wenn wir Nahrung dafür ausgeben würden und nicht Dings das. Ausrüstung, ja, wir brauchen das komplette Set eigentlich für die
Also das komplette Kleidungsset hier auch. Einiges Zeug, das wir verschrotten können. Natürlich wertvolles Zeug, aber nicht für mich wertvoll. Jedenfalls nicht so wertvoll wie ein lebender Scharfschütze. So. Die Dinger haben gute Rüstung. Ja, ein bisschen gute Rüstung ist nicht schlecht, ne? Leider reicht das bei weitem nicht aus gerade. Ja, die hier kann zumindest sich mal anziehen. Wenn wir schon dabei sind, hier rumzusortieren. Für den Fall, dass er irgendwann mal kämpfen muss. Ja, was haben wir noch, das man verkaufen kann? Nicht so viel. Okay, Munition für die Armbrüste, das ist in Ordnung, die kann weg. Die Gewehre würde ich ganz gerne behalten. Na ja, okay, wir müssen weiter draußen suchen. Tech will ich eigentlich nicht zu viel ausgeben. Einmal handeln bitte. Die wollen Nahrung, das ist in Ordnung. Da wurde die Manticore 1 endlich mal repariert. Verdammt, okay, die wollen wieder Tech, aber noch ist es in Ordnung. Noch haben wir Tech. So, Produktion. Wir wollen weiterhin Rüstung für Scharfschützen. Eidolon Beinschützer und Eidolon Helm kommen noch dazu. So. Außerdem hätte ich ganz gerne weiter panzerbrechende Gewehre, Piranhas. Sind zwei überhaupt richtig? Ich glaube, zwei waren es, die mir jetzt fehlten. Ne, du hast eins. Okay, Airim hat auch eins. Du brauchst keins. Ich meine, das wäre schön, aber... Ne, okay, wir brauchen gerade nur eins mit hoher Priorität. Okay, immerhin. So, dann warten wir jetzt ein bisschen ab. Die Produktion muss hier erstmal durchkommen. Können wir da was machen? Ich bin nicht sicher. Ne, das ist sowieso viel zu weit weg. Terrorwächter können wir erforschen. Yay! Das Exemplar scheint eine semi-empfindsame Pflanzenmutation aus drei Bestandteilen zu sein, die einen menschlichen Oberkörper ähneln. Wir vermuten, dass es sich um eine Art lebendiger Atom mit Hyperbewusstsein handelt. Ja. Darum kümmern wir uns später. Personal. Du bekommst Ausrüstung. So. Und... Raider bekommt ebenfalls das richtige Gewehr. Wir brauchen ein paar Beutezüge. Ich schätze, die Jünger von Arno werden ein bisschen überfallen werden müssen jetzt von uns. Ich brauche sowohl das Training als auch die Beute. Okay, wir warten, bis die Produktion durch ist, dann beende ich die Folge. Ich muss mal kurz nachgucken. Okay, beide sind hier, das heißt, sie trainieren nebenbei noch. Vorausgesetzt, das ist auch alles an. Ja, okay. Ich wollte nur sicher gehen. Und
Produktion ist durch. Training hat ein Level auf, sehr schön. Okay, wunderbar, das haben wir. Du bekommst außerdem Medikit mit. Medikits sind gut. Und Vader, ja, bekommt auch ein bisschen Punkte, aber sonst nichts. Das richtige Gewehr ist drin. Bei wem muss ich gerade noch was machen? Achso, bei Dwimsfield, der auch gerade wieder ein Level auf hatte. Die ein Level auf hatte, Entschuldigung. Okay, das ist soweit in Ordnung. Die Forschung... Oh, fortgeschrittene Raketentechnologie können wir erforschen. Yay! Eine neue Generation von Raketenwerfern würde den Kampf gegen die größeren Pandoraner einfacher machen. Naja. Ein Durchbruch in der Sprengstofftechnologie hat zur Entwicklung eines neuen Raketenwerferdesigns geführt. Es hat es richtig in sich und ist in der Lage, es selbst mit den größeren Pandoranern aufzunehmen. Die Produktion der Raketen ist teuer, doch sie können sehr effektiv sein, setzt man sie richtig ein. Naja, ich weiß ja nicht. Hat zerfetzen 20. Okay, wenn das tatsächlich 20 Rüstung wegmacht am großen... Aber ich weiß nicht, ist das, was zerfetzen macht? Phoenixpedia. Zerfetzungsschaden. Eine Waffe mit Zerfetzungsschaden sorgt dafür, dass von der Rüstung des getroffenen Körperteils Zerfetzungsschaden abgezogen wird. Für jede Kugel, die trifft, wird Zerfetzungsschaden angewendet. Stoßwaffen mit Zerfetzungsschaden fügen allen Körperteilen Schaden zu, die von der Explosion getroffen werden. Zerfetzungsschaden hat keinen Einfluss auf Körperteile ohne Rüstung. Aha, okay, ja. Die Dinger habe ich als extrem ineffektiv in Erinnerung, weil sie eben selbst keinen wirklichen Schaden machen. Aber sie machen natürlich Schaden an der Rüstung, was gerade bei der neuen Skyler sehr praktisch sein kann. Panik verursachen ist schön und gut, aber eventuell nicht so das Wichtigste gerade. Ich überlege, ob es besser ist, eine neue Klasse zu geben. Aber müsste ich auch wieder... Nee, okay, wir machen Panik verursachen. Das kann unter Umständen immer gut sein. Und ansonsten müssen wir aufleveln. Das ist eben auch eines der großen Probleme. Dadurch, dass ich die ganze Zeit das eingespielte Team hatte, haben die alle die freien FP immer bekommen. Und die fehlen jetzt natürlich bei meinen Neulingen. Selbst die Level 7er sind den anderen komplett unterlegen. Also Guild ist die einzige, die jetzt noch volle Power hat. Gut, dann beenden wir hier mal die Folge. In der nächsten Folge werde ich wohl anfangen müssen, Leute zu überfallen. Bis dahin hoffe ich, es hat gefallen. Lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.